Schon zu seinen Lebzeiten wurden Werke des Malers gern gekauft, oft gefälscht und öfter noch kopiert. Dabei blieb es dann 200 Jahre lang. Spitzweg nimmt man gern mal mit, in Öl, als Druck, ganz nach Belieben. Christoph Falk, Kunsthändler in Berlin, bediente diese Nachfrage jahrzehntelang. Denn heute sieht es anders aus. Die Umsatzzahlen sind eher rückläufig, was mit Sicherheit damit zusammenhängt, dass sich das Wohnambiente im Vergleich zu den 60er, 70er Jahren stark geändert hat. Also weg von dem barocken, pompösen hin zu modernen, klassischen IKEA. Da passt Spitzweg nicht so gut rein.